Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei mir auf meinem Kanal. Bei mir heute wieder ein Wicked Vision Media Book auf dem Tisch, Dr. Detroit, ein Film von 1983 mit Dan Aykroyd, der auch bei Ghostbusters mitgespielt hat, also die alten Filme. In dem Film geht es darum, dass ein Kleinzuhälter Schulden bei einer Gangsterfamilie hat. Und die Gangsterfamilie drängt ihn, das jetzt endlich mal zu begleichen. Daraufhin fällt ihm eine Lüge ein, dass er den großen Zuhälter Dr. Detroit untergestellt ist. Und dann möchte die Gangsterfamilie bzw. die Gangsterfrau, die Gangsterchefin da, will dann Kontakt mit dem Dr. Detroit, wird aber für den Typ ziemlich schwierig, weil er ja ihn gar nicht kennt. Somit findet er einen Hochschulprofessor, den er dann als Dr. Detroit vorstellt. Aber der Professor, dem gefällt es dann, mit den ganzen Mädels da abzuhängen. Und ja, mehr kann ich euch nicht verraten, weil ich den Film auch noch nicht kenne. Dazu gab es auch diese schöne limitierte Karte, die Nummer 20, mit zwei schönen Plakatmotiven. Ja. So, dann packen wir mal das gute Stück aus. Nee. Moment. Erstmal die anderen Cover. Hier habt ihr Cover A, limitiert auf 222 Stück. Hier seht ihr Cover B. Ist das Motiv, wo auch auf der Karte hier drauf ist. Auch limitiert auf 222 Stück. Und dann haben wir hier noch Cover C, auch limitiert auf 220 Stück. Jo, jetzt packen wir es aus. Eins der schönsten Cover von den ganzen Mediabook-Cover. Ich fand dieses Cover hier am ansprechendsten. Hier haben wir das Backpaper, hier der Hinweis auf die Limited Collectors Edition Nummer 52. Hier Werbetext, bla bla bla. Hier auch noch ein Werbetext, erstmals in High Definition und mit umfangreichem Bonusmaterial. Ja, die Superkomödie. Ja, jo, hat sich was verrutscht. So. Und jetzt widmen wir uns mal dem Cover. Auch hier wieder sehr schön die neue Folierung, was sie bei der Produktion verwenden. Sieht sehr schön aus, fühlt sich sehr hochwertig an. Super, dass es eine Qualitätssteigerung auch bei Wicked Vision gibt. Sehr, sehr schön. Haptisch sehr schönes Mediabook. So, hier sehen wir einen. Weiß nicht, wer das ist, ob das der Dr. Detroit ist oder nicht. Er fliegt so rum. Hier unten ein Herr oder eine Dame. Im Hintergrund ein Schrottplatz. Und hier haben wir ein paar heißere Schnitten. Mit einem Pimp, der sein Geld zählt. Ja, die Superkomödie. Mal gucken, ob das wirklich so super ist. Weil der Humor von damals, der zündet heute kaum noch. Gibt wenige Filme, wo es wirklich noch zündet. Hier das Bein, Wicked Vision Logo. Hier der Filmtitel, das Blu-ray Disc Logo. Auf der Rückseite haben wir hier die Filmbeschreibung, hier ein paar Scene Shots. Diesmal in Rund. Hier auch turbulente Komödie mit Ghostbusters Star Dan Aykroyd in der Hauptrolle. Er lebt Dr. Detroit als deutscher D-Premiere mit dem umfangreichen Bonusmaterial. Hier sitzt jemand auf der Ausstattung, auf dem Ausstattungsbalken. Ein Booklet von Christoph N. Kellerbach. Audiokommentare mit Regisseur und Popkulturhistoriker Russell Dable. Interview mit Regisseur, Audio-Pressekit, bla bla bla. TV-Sports, Radiosports, bla bla bla. Jo, hier die Credits. Und hier die Spezifikation der Discs. Dann lasst uns mal
reingucken. Auch hier sehr schön bunt. Oh, ja, geil. Das ist geil. So, rop, rop. Motiv. Sehr schön gestaltete Disc. Sehr schön gestaltetes Booklet. Das ist auch das, was hier auf der Rückseite der Karte drauf ist. Jo, lass uns mal durchblättern. Ein, wie schon erwähnt, ein Booklet-Text von Bischof N. Killerbach. Hier haben wir immer eine leckere Schnitte hier unten links. Hintergrund weiß gehalten. Die Bilder sind blau umrandet. Die Überschrift ist auch blau. Kuppler im Kino, der Kult um die Mädchenhirten. Mädchenhirten, ja, so kann man es auch sagen. Der Doktor hat Sprechstunde, die Vorproduktion. Ja, wird wieder gut auf die Produktion eingegangen. Der Cast und Crew. Hier wieder eine Dreiklammerheftung. Auch noch ein paar Schnittchen. Bin mal sehr gespannt auf den Film. Ich kenne ihn noch nicht. Ein gewisser größerer YouTuber hat es in seinem Blu-ray News erwähnt gehabt, dass das Mediabook für 37 Euro viel zu teuer ist für so ein alter Schinken, bla bla bla. Dann guck doch nicht bei Amazon. Bitte. Guck beim Wicked Vision Shop, bei DTM oder weiß der Geier wo, aber doch nicht bei Amazon und nimm diese Amazon-Preise als Referenz. Weil dieses Mediabook kostet nicht 37 Euro. Mal so nebenher. Muss ja mal gesagt werden. Hier die DVD. Hier auch noch ein schönes Motiv. Sehr, sehr scharfer Druck. Ja, und hier haben wir den Imprint. Hier einmal dieses Foto hier. Und einmal dieses hier. Und der Hintergrund ist auch zusammenhängend. Ein, wie ich finde, ein sehr gelungenes, schönes Mediabook. Durch die neue Folierung auch eine sehr schöne, edle Haptik. Ja, dann könnt ihr euch in die Kommentare schreiben, kennt ihr den Film, lohnt er sich? Ja, dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Heidi ho und ciao, ciao.